Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, zu einem neuen Trackguide hier, Kurve 1, Sie können ja da schnell geht's hier durch, in Kurve 2. Ja, Lauf 9, der Championship, wir neigen uns auf unsere Hälfte. Ja, auf jeden Fall, nach Kurve 2 eine richtig lange Gerade, dann eine Rechts-Links-Passage, Kurve 3 und Kurve 4. Da gut aufpassen, Ausgang hier nicht so weit in die Wand kommen, dann hier enge Passage, ja, Sektor 1 endet somit dann auch. Hier wieder in Anführungsstrichen der S-Kurve gucken, dass man die gut trifft. Hier auch wieder gucken, dass man nicht zu nah an die Wand fährt. Dann eben hier die zwei Kurven durch. Auch wieder gucken, dass man dann nicht zu weit über den Abweiser kommt. Ansonsten kann es da schon Probleme geben. So, da kommen wir noch zur drittletzten Kurve, nämlich zur Haarnadelkurve in Anführungsstrichen. Hier sieht man auch schon gute Überholmöglichkeiten auf jeden Fall im Rennen. Mal gucken, wie viele Dive-Bombs wir eben sehen dürfen. Und dann sehen wir drauf auf die richtig lange Gerade hier in Montreal. Zwei Drittel der Strecke werden ja auch mit Vollgas befahren quasi. Hier dann noch der ist aufmachen und dann geht's in die, ja, doch schwierigste Kurve eigentlich der Strecke, wie ich persönlich finde, nämlich Kurve 13, 14. Ach, die Wall of Champions genannt. Mal gucken, wie viele Autos dieses Jahr an der Wand stehen werden. Das war eine Runde hier in Kanada zum neuen Lauf der F1 2017 Liga von VSR.